Die Hufers Playmobil Reiterhofgeschichten. Eingeschneit. So, ihr zwei, ihr könnt jetzt losfahren. Alles klar, bis später. Die Ferien sind zu Ende. Alle Ferienkinder sind abgefahren und wir sind endlich wieder für uns. Na dann lass uns jetzt mal Oma, Opa und Familie Fink abholen. Wir haben sie ja zum Abendessen bei uns eingeladen. Das wird schön, richtig gemütlich bei dem kalten Wetter. Und nach dem Essen heute Abend können wir sie alle wieder mit der Kutsche nach Hause fahren. Im Dunkeln, das wird toll. Kommt rein. Es duftet ja schon herrlich, Isabel. Hallo Laura, ich habe ein neues Kartenspiel dabei. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Das Essen ist fertig. Kommt ihr alle rüber und setzt euch an den Tisch? Puh, das stürmt ja ganz schön da draußen. Es ist auch schon richtig kalt geworden. Es schneit auch schon wieder so doll. Hoffentlich kommt Oliver nachher gut mit der Kutsche durch, wenn die anderen nach Hause wollen. Ben und ich gehen schon mal schnell nach den Pferden schauen. Wir sind gleich wieder da. Ja, bis gleich. Eigenartig. Die beiden sind schon gute 20 Minuten weg und wollten doch eigentlich gleich wieder da sein. Daniel, schau doch mal nach ihnen. Ja, gute Idee. Lass uns mal zusammen gucken gehen. Nicht, dass etwas passiert ist. Da sind wir. Es hat alles so lange gedauert. Draußen ist es so stürmisch und stockdunkel. Och, ist das kalt. Ja, man kann keine 10 Meter weit schauen. Aber die Tiere sind für die Nacht versorgt. So wie das Wetter jetzt aussieht, kommen wir heute Abend mit der Kutsche bestimmt nicht mehr durch. Ja, es ist viel zu glatt auf den Wegen. Noch nicht mal laufen wäre sicher genug. Alle müssen die Nacht über hier verbringen. Bei dem Sturm ist es draußen viel zu gefährlich. Oh, wenn der Schneesturm so doll wütet, dann ist es wirklich besser, ihr bleibt über Nacht hier bei uns auf dem Huferhof. Juhu! Kann ich in deinem Zimmer schlafen, Laura? Aber natürlich, Lisa. Wir kümmern uns gleich darum, dass jeder einen Schlafplatz hat. Das wird toll, Lisa. Wir bleiben richtig lange wach und quatschen zusammen. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Das wird toll. Was ist denn jetzt los? Huch, ist der Strom weg? Jetzt haben wir auch noch Stromausfall. Aber der Sturm wütet ja auch ganz schön da draußen. Aber Mama, was sollen wir denn jetzt tun? Keine Panik. Daniel, ihr habt doch sicher irgendwo Kerzen und Taschenlampen, nicht wahr? Ja klar, komm in den Keller. Guckt mal, wie windig es draußen ist. Es schneit so doll. Man kann schon fast gar nichts mehr durchs Fenster sehen. Mama, können wir nicht den Kamin anmachen? Ich friere so fürchterlich. Klar doch, Laura. Die Heizung ist ja auch ausgefallen. Kein Wunder, dass es so kalt ist. Was für ein abenteuerlicher Abend. Die beiden Jungs schlafen bei dir, Oliver. Du hast doch ein ausziehbares Sofa. Und ihr nehmt unser Bett. Kerzenlicht haben wir auch. Nun kommen wir zur Bettenverteilung. Der Schnee liegt schon so hoch, wir kommen doch nicht einmal zum Gästehaus durch. Es müssen alle hier im Haupthaus schlafen. Die beiden Jungs schlafen bei dir, Oliver. Du hast doch ein ausziehbares Sofa. Und ihr nehmt unser Bett. Aber nein, wir können im Wohnzimmer schlafen. Nehmt es ruhig. Wir machen ein Matratzenlager für Laura und Lisa und ich schlafe einfach in Lauras Bett. Dann schlaft ihr beide hier im Wohnzimmer. Und ich hole mir einfach die Klappliege vom Dachboden. Ja, ich hab gewonnen! Dein neues Spiel, Pferdespaß, ist wirklich toll. Gut, dass du es mitgebracht hast. Jetzt hatten wir durch das Schneegestöber da draußen so lange Zeit damit zu spielen. Es ist so schön gemütlich mit dem Kerzenlicht.
Ja, du hast recht, Lisa. Stromausfall finde ich richtig toll. Da fühlt man sich wie die Leute vor 100 Jahren, wo es noch gar keinen Strom gab. Das stimmt nicht ganz, Laura. Strom gab es praktisch schon immer, denn er kommt ja auch in der Natur vor. Denk nur mal an den Blitz. Ach, stimmt ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Du meinst sicher den elektrischen Strom. Ja, genau. Sag mal, Opa, wie lange gibt es denn schon Glühbirnen? Die erste Glühlampe für elektrisches Licht stammt angeblich aus dem Jahr 1854. Doch da war es noch lange nicht normal, dass jeder nur auf den Lichtschalter zu drücken brauchte, um ein Zimmer zu erhellen. Früher nutzte man Petroleumlampen. Und noch früher einfach Kerzenlicht. Kerzenlicht ist ja auch wirklich wunderschön. So, ihr zwei. Die Jungs und Oma und Opa sind schon ins Bett gegangen. Was ist mit euch? Ach, bitte, bitte, Mama. Dürfen wir heute denn nicht ganz lange aufbleiben? Bitte, es ist gerade so schön. Na gut, heute ist ja auch ein besonderer Tag. Ja, danke. Mal sehen, wie lange wir schaffen, wach zu bleiben. So ohne Elektronik hat man viel mehr Zeit. Ich bin schon so müde. Aber wir halten noch durch. Na, da sind die beiden wohl doch eingeschlafen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir bringen sie gleich ins Bett. So, ihr zwei, euer Lager ist bereit. Wie gemütlich! Wir dürfen beide auf einem Matratzenlager schlafen. Ich höre den Sturm richtig laut, wie er um die Ecken pfeift. Guten Morgen, alle Mann aufstehen. Nanu, es kommt ja gar kein Wasser aus dem Hahn. Ich glaube, es war so kalt, dass das Wasser in der Leitung gefroren ist. Wie aufregend! Sowas ist ja noch nie passiert! Dann müssen wir wohl den Schnee in einer Schüssel schmelzen. So wie in meinem Buch Überleben in der Arktis. Hoffentlich ist der Schnee über Nacht liegen geblieben. Komm, Laura, wir schauen mal nach. Oh Mama, Papa, wir sind eingeschneit. Schaut mal, wie viel Schnee hier liegt. Das ist ja eine riesige Schneewand. Man kann gar nicht rausgehen. Ich sink ja komplett ein. Ist das kalt. So, ihr Lieben, hört mal zu. Wir sind komplett eingeschneit. Der Schnee liegt so hoch, man kann noch nicht mehr aus der Tür raustreten. So viel Schnee, das habe ich hier bei uns noch nie erlebt. Die Tiere brauchen dringend ihr Futter. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist natürlich ein Problem. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir das lösen. Wenn wir nicht aus der Tür kommen, dann müssen wir eben oben aus dem Balkonfenster raus. Auf zum Stall! So, die Tiere sind versorgt. Jetzt kommt und setzt euch um den Tisch. Wir trinken alle einen heißen Kakao. Wir haben ja keinen Strom für den Herd. Dann mache ich ein kleines Feuer, um die Milch zu erwärmen. Mensch, jetzt sitzen wir hier schon den ganzen Tag fest. Ich glaube, wir müssen heute mit dem Schlitten nach Hause fahren. Ich habe eine Idee. Wir haben ja auch noch die Pferdeschier vom letzten Jahr. Die holen wir vom Dachboden. Laura hat recht, dann seid ihr in 0,0 wieder zu Hause. Oliver, pass bitte auf, wenn du die Tür aufmachst, sonst ist der ganze Flur wieder voller Schnee. Ich freue mich schon, wenn wir uns durch die riesigen Schneeberge durchkämpfen müssen. Das wird ein Spaß. Oh nein, wo ist denn der ganze Schnee hin? Ich habe mich schon so auf Schlittenfahren gefreut, Manu. Und jetzt liegen hier nur noch ein paar lumpige Schneereste und ein paar Pfützen. Erst waren hier so riesige Schneemassen und jetzt ist noch nicht mal genug da, um Schlitten zu fahren, geschweige denn Pferdeski. Dann können wir auch nach Hause laufen. Der Wintermarkt. Wie schön! Ich freue mich schon so doll auf unseren diesjährigen Wintermarkt. Komm mit, Laura, da ist der Startstand. Das wird ein Spaß. Los, mach schnell, wir sind die Letzten. Alle anderen haben sich schon davor versammelt. Herzlich willkommen zum diesjährigen Wintermarkt. So wie im letzten Jahr haben sich die Erwachsenen für euch Kinder etwas Tolles ausgedacht. Es gibt verschiedene Stände, an denen kleine Winterspiele gespielt werden. Es treten 4 Zweierteams gegeneinander an. Und das Team, welches die Aufgaben an allen Ständen als erstes erfüllt hat, gewinnt.
Und damit das Ganze etwas spannender wird, bekommt jedes Team einen Eiszapfen in die Hand. Ihr müsst alle Winterspiele erledigt haben, bevor euer Zapfen geschmolzen ist. Also beeilt euch und seid schneller, als euer Zapfen schmilzt. Wer zuerst fertig ist, bringt seinen Zapfen wieder hier zu mir an den Startstand. Seid ihr bereit? Ja, juhu, ja! An die Zapfen, fertig, los! Das gewinnen wir! Los, schnell, gehen wir an den Stand da hinten. Da ist noch niemand. Guten Tag! Wir wollen bitte einmal die Zylinder abwerfen. Gern. Um die Aufgabe an diesem Stand zu absolvieren, müsst ihr alle drei Zylinder der Schneemänner abgeworfen haben. Alles klar. Laura, wie machen wir das jetzt mit dem Eiszapfen? Wir wechseln uns immer ab. Gut, dass wir beide Handschuhe anhaben. Dann schmilzt der Eiszapfen nicht so schnell. Fang du an zu werfen. Du bist besser im Werfen als ich. Vielleicht schaffst du ja gleich alle drei Zylinder. Gut, ich streng mich an. Oh nein, gleich der erste daneben. Nochmal. Einer ist drunter. Klasse, Laura, der zweite. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch einer. Schnell, schnell. Ja, geschafft. Für jede erledigte Aufgabe gibt es einen Stempel. So, hier ist euer erster Stempel. Ein Zylinder. Viel Glück weiterhin. Vielen Dank. Los, Lisa, auf zum nächsten Stand. Ha, ihr habt ja erst einen Stempel. Wir haben schon drei und damit werden wir gewinnen. Das werden wir ja noch sehen. Aua! Oh, das tut mir leid. Ich wollte mich nur so beeilen. Kein Problem. Jetzt sind wir dran. Auf das Riesenrad habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Hallo, hier ist das Flockenrad. Steigt ein. Das Team, wessen Gondel unten anhält, darf aussteigen. Und damit ist die Aufgabe Flockenrad erledigt. Hört sich toll an. Komm, Laura, ich mag das Flockenrad. Und los geht's. Alle gut festhalten. Hui, das ist aber toll. Jetzt darf schon wieder ein anderer aussteigen. Jetzt könnten wir aber auch mal langsam dran sein. Hier, Lisa, der Zapfen, nimm du mal. Meine Hand ist schon ganz warm vor Aufregung. Und noch eine Runde. Das dauert aber lange. Ständig stoppt das Riesenrad bei einer anderen Gondel. Langsam wird mir aber schlecht. Endlich! Ich hätte nicht gedacht, dass das heute noch passiert. Huch, ist mir schwindelig. Das hat aber wirklich lange gedauert. Aber ihr habt es geschafft. Hier habt ihr jeder euren zweiten Stempel. Eine Schneeflocke. Stand Nummer 3. Hallo, bei mir müsst ihr drei Eiswürfel fischen. Dann seid ihr fertig. Das dürfte doch hoffentlich schneller gehen als das Riesenrad. Geschafft! Sehr gut. Hier habt ihr euren dritten Stempel, ein Pinguin. Oh, meine Hände sind schon ganz eisig. Gib her, dann halte ich jetzt den Eiszapfen. Lisa, schnell, wir müssen uns beeilen. Der Zapfen ist schon ganz klein. Hallo! Hallo, ihr zwei. Bei mir könnt ihr Lose ziehen. Es gibt keine Nieten. Man kann nur etwas gewinnen. Wow, ich habe eine Schneeballkette. Die ist ja hübsch. Eine Tüte gebrannte Mandeln. Vielen Dank. Lisa, weiter geht's. Wir müssen uns wirklich beeilen. So viel ist vom Eiszapfen nicht mehr übrig. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ja schon bei der vorletzten Aufgabe. Wer bin ich? Die Winterversion. Ihr wisst, wie das Spiel geht? Jeder bekommt einen Zettel auf die Stirn geklebt. Darauf geschrieben steht eine Person oder eine Sache. In unserem Fall Winterspezialitäten zum Essen. Durch gegenseitiges Fragen müsst ihr herausfinden, was auf eurem Zettel steht. Aber Achtung, es gelten nur Fragen, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann.
Bei Nein ist die nächste Person dran. Wer es herausgefunden hat, hat die Aufgabe von diesem Stand erledigt. Alles klar. Meine Hände sind schon ganz nass. Bin ich eine Frucht? Nein. Bin ich süß? Ja! Also bin ich ein Lebkuchen? Ja! Genau, ja! Oh, super, du hast es rausbekommen. Damit haben wir die Aufgabe erledigt. Schnell weiter, nur noch einen Stand. Hier euer Stempel. Die letzte Aufgabe. Schnell, Laura, beeilen wir uns. Noch niemand ist beim Ziel. Das Beste zum Schluss, die Schlittenschaukel. Hallo, 10-mal hin und her schaukeln. Und dann habt ihr die Aufgabe absolviert. Verstehe. Los, Laura. Schneller. 9 und 10. Geschafft. So, hier ist euer Stempel. Und jetzt rennt. Puh, gerade noch so geschafft. Vom Eiszapfen ist gar nicht mehr so viel übrig. Sehr schön. Die Gewinner sind Lisa und Laura. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ist das lecker. Heißer Kakao. Es hat so einen Spaß gemacht. Und ihr zwei habt gewonnen. Damit seid ihr die Winterprinzessinnen des Jahres. Au toll, die Winterprinzessinnen. Der Wintermarkt war so schön. Die vermiesten Winterferien. Wie schön es draußen schneit. Ich habe mich schon so lange auf die Winterferien gefreut. Und jetzt ist es endlich soweit. Die Ferien hast du dir auch wirklich verdient. Du hast viel auf dem Hof mitgeholfen. Und an deinem Hofladen hattest du ja auch viel zu tun gehabt. Genau, der Hofladen hat jetzt eine Winterpause. Ich habe mir schon eine lange Liste gemacht mit Dingen, die ich unbedingt in den Ferien machen möchte. Damit fange ich jetzt sofort an. Viel Spaß, Laura. Danke. Zuerst gehe ich zu Lisa. Wir wollen zusammen Winterdekoration basteln. Hoffentlich unternehmen die Ferienkinder etwas Eigenes und lassen mich in Ruhe. Oh, es ist so schön weiß überall, aber auch ganz schön kalt. Ach Mist, ich bin genau in die Pferdeäpfel getreten. Laura stinkt nach Pferdeäpfeln, Laura stinkt nach Pferdeäpfeln. Oh, diese beiden gehässigen Nervensägen. Die Ferienkinder können manchmal ganz schön anstrengend sein. Was mieft denn hier so? Ist das etwa Laura? Oh! Hallo Laura, komm schnell rein. Ich habe für uns schon heiße Schokolade vorbereitet. Danke, Lisa. Ich freue mich schon. Meine Schuhe lasse ich lieber draußen. Ich bin in Pferdeäpfel getreten. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Wer den Steinmist nicht ehrt, ist das Reiten nicht wert. Die Fenster auf. Mal sehen, was die beiden machen. Bäh. Jetzt haben sie mich schon verfolgt. Egal, wir ignorieren sie. Hä? Wer verfolgt dich? Das sind Conny und Amelia. Die beiden sind Feriengäste bei uns und können mich anscheinend nicht ausstehen. Super anstrengend. Sag mal, wie findest du meine Schneeflocken? Ich finde, das sieht total dämlich aus. Selbst als Zweijährige konnte ich schon besser basteln als du. Mein Gott, das ist ja hier wie im Kindergarten. Deine Flocke ist sehr schön geworden. Ich mache noch Schneemänner. Der ist ja krumm und schief. Jetzt reicht's mir. Das wird sie nicht abhalten, uns weiter zu ärgern. Jetzt werfen sie Steinchen gegen das Fenster. Ich bin so sauer. Den ersten Punkt auf meiner Liste kann ich abhaken. Auch wenn es wegen den fiesen Zwillingen ein paar Unterbrechungen gab. Als nächstes lese ich ein Buch. Die Pferdeflüsterin. Darauf freue ich mich schon so lange. Es ist so gemütlich hier. Hier, Laura. Frisch gebackene Kekse und ein warmer Tee. Danke, das ist nett. Los geht's, die Pferdeflüsterin. Mal sehen, wer die Diebin ist. Och, das Kaminfeuer ist so schön warm. Minka schnurrt süß. So kann man es sich echt gut gehen lassen. Und diese himmlische Ruhe. Buh! Oh Mann, was müsst ihr mich denn so erschrecken? Ach, zeig mal, was liest du denn da? Die Pferdeflüsterin.
Ach, das habe ich auch schon mal gelesen. Ich sag dir gleich, wie es ausgeht. Nein, auf keinen Fall. Ich bin doch gerade noch am Anfang. Die Diebin ist die Pferdeflüsterin selbst. Jetzt habt ihr mir ja schon alles verraten. Na toll, dann brauche ich das Buch jetzt auch nicht mehr zu lesen. Ihr seid so gemein. Mama, ich bin so sauer. Sauer? Aber warum denn? Auf diese beiden Ferienkinder, Conny und Amelia. Sie ärgern mich bei allem, was ich machen will. Und sie sind immer so gehässig. Ich rede mal mit ihnen. Kopf hoch, Laura. Du brauchst dir deine schönen Ferien doch nicht vermiesen zu lassen. Ein Buch lesen. Hat ja wunderbar geklappt. Heute habe ich mich mit den Ferienkindern verabredet, einen Schneemann zu bauen. Bei so einem netten Wintervergnügen kann doch gar nichts schiefgehen. Der erste Schneemann in diesem Jahr. Ich habe schon eine Karotte besorgt. Schneemänner. Pah, Schneemänner sind doch was für Babys. Wir bauen eine richtige Schneeskulptur. Da hören wir gar nicht hin. Los, wir rollen schon einmal eine Schneekugel zusammen. Die machen ja ein richtiges Schloss. Toll, ich glaube, wir machen lieber damit. Ich auch. Jetzt sind alle rübergegangen. Jetzt müssen wir den Schneemann alleine bauen. Aber ich bleib hier, Laura. Wir sind doch schon fast fertig. Genau, wir brauchen noch einen Zylinder. Ich glaube, in der alten Scheune ist noch einer. Holen wir ihn. Ha, das ist unsere Chance. So, jetzt machen wir den Schneemann kaputt. Ah! Oh, Conny, jetzt hast du mich doch glatt auf diesen wunderschönen Schneemann gestürzt. Oh nein, Amelia, das tut mir jetzt aber leid. Das ist der perfekte Zylinder für unseren Schneemann. Was habt ihr mit unserem Schneemann gemacht? Ihr seid so gemein. Wir sind ganz aus Versehen dagegen gestoßen. Tut uns schrecklich leid. Jetzt reicht's. Ihr vermiest mir meine ganzen Winterferien. Ich habe wirklich genug von euch. Diese nervigen Zwillinge haben meine ersten 3 Punkte auf der Liste vollkommen ruiniert. Ich hatte mir das alles so schön vorgestellt. Und jetzt machen die beiden mir einfach einen Strich durch die Rechnung. Wie kann man nur so fies sein? Aber meine Liste mache ich trotzdem weiter. Jetzt backe ich einen Kuchen. Mein Lieblingsschokoladenkuchen. Ich freue mich schon darauf. So, 250 Gramm Mehl. Ein Päckchen Backpulver. Laura, komm mal schnell, wir brauchen Hilfe. Das ist Conny. Was ist denn jetzt schon wieder? Man kann keine 5 Minuten etwas machen, ohne von diesen beiden unterbrochen zu werden. Der super leckere Kuchen von Laura wird jetzt noch leckerer. Ich mache noch ein bisschen Salz rein. Reicht ein Esslöffel? Nee, ich mache lieber 2 rein. Doppelt hält besser. Alles klar, Conny, ich bin fertig. Die Jacke zumachen. Ich bin doch kein Kindermädchen. Also wirklich. So, zurück zum Kuchen. Der muss jetzt in den Ofen. Irgendwie ist der so körnig. Naja, das löst sich beim Backen bestimmt noch auf. Die Schokoglasur und fertig. In die Glasur habe ich ein wenig Pfeffer dazugegeben. Für die Würze. Laura hat uns ihre Spezialität gebacken. Schokoladenkuchen mit Glasur. Vielen Dank, Laura. Mir bitte ein großes Stück. Hier, bitte sehr. Der riecht so gut. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich nehme sofort einen großen Bissen. Igitt. Pfui, Laura. Was hast du denn an den Kuchen gemacht? Der schmeckt ja scheußlich. Na, na, Oliver. Aber Laura, wirklich, könnte es sein, dass du den Kuchen etwas versalzen hast? Etwas? Das ist aber weit untertrieben. Ich verstehe das nicht. Ich habe mich doch ganz streng ans Rezept gehalten. Oh ja, Schneeballschlacht. Den Pfeffer ich Laura mitten ins Gesicht. Ach, das zahle ich euch heim. Ja, getroffen. Hört mal, Kinder. Morgen machen wir eine Schlittenfahrt mit richtigen Hunden. Oh toll. Ich bin noch nie mit einem Hundeschlitten gefahren. Das wird schön. Genau. Danach gehen wir noch zu den Finks, eine heiße Schokolade trinken. Meine Mutter sagt, ihr sollt euch bitte gut anziehen. Bei dem kalten Wetter kann man sich leicht erkälten. Ich freue mich schon so auf morgen. Ein richtiger Hundeschlitten. Das ist doch was ganz Normales. Unser Onkel hat eigene Schlittenhunde. Ich bin schon unzählige Male damit gefahren. Natürlich. Kinder, kommt rein, essen!
Ich bin so aufgeregt auf morgen. Schlittenfahren mit Bandit und Saito. Das wird schön. Mein letzter Punkt auf der Liste ist ein Schneeausritt. So, Mama, dann reite ich jetzt aus. Wir kommen auch mit, Laura. Was? Nein, bloß nicht. Das geht leider nicht. Für einen Ausritt im Gelände, bei diesem Wetter, mit Schnee und Eis, müsst ihr noch ein bisschen mehr reiten üben. Tut mir wirklich leid, aber ihr seid noch nicht sicher genug. Du bist gemein. Rache ist süß. Ach nein, ich kann ja noch gar nicht los. Ich muss ja noch den Stall ausmisten. Hätte ich fast vergessen. Schade, das dauert wohl noch eine Weile, bis ich los kann. Dafür könnt ihr noch nicht gut genug reiten, bla bla bla. Jetzt vermiesen wir Laura den Ausritt so richtig. Wir hocken uns hier ins Gebüsch und warten, bis Laura kommt. Sie wird schon sehen, was sie davon hat, dass wir nicht mit durften. Wo bleibt sie denn? Mir ist schon bitter, bitter kalt. Wir müssen noch warten. Jetzt ist schon eine ganze Stunde vergangen. Meinst du, Laura kommt noch? Ich friere so fürchterlich. Hatschi, mir läuft schon die Nase. Da kommt sie. Ja, Bella, jetzt machen wir einen schönen Winterausritt. Oh, Bella, alles gut. Sag mal, spinnt ihr? Ihr könnt doch nicht einfach so das Pferd erschrecken. Das geht zu weit. Solche Aktionen können richtig gefährlich werden. Reg dich nicht so auf. Es ist ja nichts passiert. Das ist doch nicht zu fassen. Sogar den Ausritt wollen sie mir vermiesen. Am nächsten Tag. Oh, ihr zwei. Ihr habt euch eine tüchtige Erkältung eingefangen. Wie ist das denn passiert? Wart ihr zu lange draußen in der Kälte? Oh nein, das ist bestimmt passiert, als wir im Gebüsch auf Laura gewartet haben, um sie zu erschrecken. Ihr müsst auf jeden Fall im Bett bleiben. Das wird dann leider nichts mit dem Hundeschlitten fahren. Was? Oh Mann, wie schade. So ein Pech. Bitte, bitte, wir haben uns doch schon so darauf gefreut. Wir sind noch nie mit einem Hundeschlitten gefahren. Das mit dem Onkel hatten wir uns ja nur ausgedacht, um anzugeben. Das könnt ihr nicht riskieren. Nicht, dass ihr nachher noch eine Lungenentzündung bekommt. Es tut mir ja schon leid, dass Amelia und Conny krank geworden sind und dass sie nicht mit Schlitten fahren können. Aber wie es aussieht, haben sie sich jetzt ihre eigenen Winterferien vermiest. Los, Salto, los, Bandit, wir fahren jetzt noch eine Runde. Tschüss! Lasst uns einen Daumen nach oben da. Und abonniert unseren Kanal. Achtet auf unsere neuen Videos. Erzählt euren Freunden von unserem Kanal.